Tja, was machen wir denn da? Jetzt habe ich ein Video hochgeladen, das sollte morgen veröffentlicht werden, stand auf nicht gelistet. Tja, jetzt ist es weg. Von YouTube gelöscht. Worüber soll ich denn noch sprechen, wenn alles gelöscht wird? Ich habe eine Katze. Vielleicht mache ich Katzenvideos. Ich habe hier so einen Stift. Einen grünen Stift. Vielleicht mache ich Stiftvideos. Oder Schneekugel-Videos, die werden wenigstens nicht gelöscht. Ja, ganz schön doof. Tja, da bin ich jetzt überfragt. Man weiß ja eigentlich gar nicht mehr, worüber man noch sprechen darf, ohne gegen irgend so eine komische Richtlinie von YouTube zu verstoßen. Das wird echt ganz schön schwierig. Computerspiele könnte ich machen. Computerspiele, die dann streamen und. Aber ich spiele keine Spiele. Also keine Computerspiele. Tja, bin halt rechts. Ja, da kann ich höchstens Videos übers Rechtssein machen. Ich könnte aber so ein Aussteiger-Video machen. Obwohl, ne, das glaubt mir ja eh keiner. Ein Einsteigervideo für Leute, die einsteigen wollen, das wäre vielleicht was. Obwohl, dann wird das auch wieder gelöscht, weil man soll ja nicht einsteigen, man soll ja raus aus dieser rechten Szene. Der braune Sumpf. Da darf man ja nicht rein. Tja, keine Ahnung. Bin ratlos. Aber vielleicht fällt mir ja im neuen Jahr etwas ein, womit ich diesen YouTube-Kanal füttern kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal morgen ein wunderschönes Jahreswechselfest. Also bei all dem Irrsinn, also geknallt wird ja nicht, also geböllert. Das können wir uns ja schon mal abschminken. Da wird ja nichts mehr verkauft. Deswegen geht ja bei mir hier im Ort auch Weko vor die Hunde. Gut fürs Klima, schlecht für die Menschen. Aber Menschen sind ja eh Klimakiller. Das hören wir ja ständig von den Grünen. Also der Mensch, der Schädling, der muss ja weg. Ja, also geböllert wird dann auch nicht. Aber ich wünsche euch trotzdem morgen alles Gute, kommt gut ins neue Jahr, treibt's nicht zu doll. Und dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Ihr könnt auch mal in meinen Telegram-Kanal schauen. Den verweise ich mal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und ja, mal gucken, was ich da so mache. Ne?